إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Liebe Schwester im Islam, das ist jetzt ein neuer Vortrag, weil wir eben live und vielleicht denken jetzt einige, das wäre jetzt irgendwas anderes. Deswegen, damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen, teilt bitte diesen Beitrag auf eurer Seite und habt keine Angst, denn teilen ist keine Straftat. Auf jeden Fall, heute war ich im Lidl einkaufen gewesen, nicht im Rewe, sondern im Lidl war ich einkaufen gewesen. Deswegen bin ich heute nicht zu tadeln von den ganzen Hungerleidern und Jammerlappen. Und Neidhammel, ich war im Lidl einkaufen, weil es dort günstig ist. Und ich gehe dort im Lidl, denn im Lidl gibt es ja im Gegensatz zum Aldi, gibt es ja dort Zeitungen. Ich fliege mal mit meinem Kopf so über die Zeitungen und eben hat jemand gefragt, ob ich Sportlehrer bin, selbstverständlich. Sieht man doch, also mehr oder weniger Sportlehrer, nicht in der Schule. Aber Alhamdulillah, ich bin ein großer Sportfan. Ne? Auf jeden Fall. Und dann gucke ich über die Zeitungen, dann sehe ich die Bild. Und wie ihr wisst, wenn man die Bild-Zeitung sieht und das Titelbild der Bild-Zeitung sieht, das hat meistens nichts, da kommt meistens nichts Gutes raus. Aber heute habe ich ein Titelbild bei der Bild gesehen. Also, das war wirklich nicht mehr normal. Scharia-Gericht im Kinderzimmer. Eine Hetze gegen den Islam und die Muslime vom Allerfeinsten. Und ich glaube, ich habe selten oder vielleicht noch nie einen schlimmeren Bericht gelesen über den Islam und die Muslime, einen hinterhältigeren Bericht als den. Außer vielleicht diesen ganzen Schwachsinn, der verbreitet wurde mit dieser Silvesternacht in Köln, wo dann versucht wurde, die besoffenen Frauenantatscher mit dem Islam in Verbindung zu bringen. Scharia-Gericht im Kinderzimmer, Bruder 20 rammt seiner Schwester 17 Messer in die Brust, schwer verletzt, Familie dreht Video von der Tat. Wären das Christen gewesen, hätte man einfach gesagt, Geistesgestörte. Geisteskranke. Und selbstverständlich sind solche Leute geistesgestört. Ja, also okay. Aber Scharia-Gericht, das ist ein Scharia-Gericht. Ein Scharia-Gericht, wo einfach jemand Scharia-Gericht macht. Ich bin jetzt der Richter und ich habe hier einen Zeugen und da stechen wir die hier ab. Man soll mir mal aus der ganzen islamischen Geschichte erzählen, wo es so ein Scharia-Gericht gegeben hat. Ja, das ist eine Schande. Oder ich meine, bisher haben die muslimischen Verbände noch nicht dagegen gesprochen. Weil es ja auch sehr froh war. Ich rufe alle muslimischen Verbände und Moscheegemeinden auf, gegen diesen Artikel auf die Straße zu gehen. Was ist die Scharia? Scharia bedeutet linguistisch der Weg zum Wasser. Und damit ist gemeint die offenbarte Legislatur von Allah. Das heißt, alle Verse im Koran und alle Hadithe, insbesondere wo es bestimmte Regeln offenbart werden. Das ist Scharia. Du behauptest jetzt hier, es ist Scharia, es ist Islam, ja, es ist von Gott herabgesandt, dass irgendein Spasti
sich als Richter ausgibt und eine 17-Jährige Messer in die Brust rammt. Das Islam, da muss man gegen aufstehen. Pass auf, jetzt geht's weiter. Das bittere Schicksal eines minderjährigen Flüchtlingsmädchens in Schwaben. So. Die Autoren sind A. zu Castell Rüdenhausen. Will man gern sehen, wie der aussieht oder die. S. Baumann und S. Keber. Die haben extra einen Vornamen nicht genannt. Da haben die drei Leute für gebraucht, für den Schwachsinn, um diesen Artikel zu machen. Wahnsinn, ey. Drei Leute brauchen, um so einen Müll zu verfolgen. Wahnsinn. Biberach. Ein junges Mädchen liegt blutend in seinem Kinderzimmer auf dem Bett. Kinderzimmer auf dem Bett. Die ist 17 Jahre alt. Kinderzimmer. Ich meine, die Tat, ich bin vollkommen gegen die Tat, aber ich will illustrieren, wie die versuchen, das hier nochmal so eine Prise Hetze dazu hineinzubringen in die Suppe. Im Kinderzimmer. Ja? Durch einen Messerstich in die Brust lebensgefährlich verletzt. Das Mädchen fleht um sein Leben. Aber soll sterben. Nach den Gesetzen des Islams hat es die Ehre der Familie beschmutzt. Aber soll sterben. Nach den Gesetzen des Islam hat es die Ehre der Familie beschmutzt. Wo gibt es diesen Schwachsinn? Wo ist der? Guck mal, das ist etwas Wichtiges. Damals, wo ich bei Maischberger gewesen bin, wo diese Anti-Islam-Furie dabei gewesen ist, ja, die über Ehrenmord und so gesprochen hat. Aber ihr wisst ja, immer wenn ihr nach Maischberger oder Kerner oder so geht, dann muss meistens immer eine Anti-Islam-Furie dabei sitzen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Aber die weiß es dann natürlich besser. Ich kenne den Islam besser. Ich komme aus einer türkischen Familie, aus einer kurdischen Familie, aus einer arabischen Familie, aus einer afghanischen Familie. Und Ehrenmord ist vom Islam. Ehrenmord ist von der Scharia. Ja, zeigen Sie mir mal bitte hier im Koran, wo das steht. Zeigen Sie mir mal bitte. Der Koran interessiert mich nicht, die Scharia interessiert mich. Ach so. Ach, ich hab schon gedacht, der Koran wäre die Quelle der Scharia. Die ist so doof, die weiß doch nicht, was Scharia ist. Die ist so dumm, die weiß doch nicht, was Scharia ist. Versteht ihr? Aber die laden sie dann natürlich ein, damit dann Hannelore am Fernseher sitzt und sagt, ja, die muss das ja besser wissen als dieser Deutsche. Wo will der Deutsche das wissen? Der ist ja Deutsche. Und dann kommen dann noch irgendwelche PKK-Anhänger, die sagen, der hat früher Schweinefleisch gegessen. Der kann sich wissen, der hat Schweinefleisch gegessen. Das höre ich immer nur von denen. Hey, du hast doch früher Schweinefleisch gegessen. Ja, stimmt. Es gab auch Sahaba, die haben den Propheten bekämpft und sind später Muslime geworden. Schon mal was davon gehört, dass der Islam alle Sünden auslöscht. Auf jeden Fall. Ja, ich habe Schweinefleisch gegessen. So. Früher. Vor dem Islam. Bild erzählt die schockierende Geschichte des Flüchtlingsmädchens. Morgen werden die bestimmt schreiben, Pierre Vogel macht über das Flüchtlingsmädchen lustig. Allah W. Aus Laupheim in Schwaben. Allah hat wie durch ein Wunder einen versuchten Ehrenmord überlebt. Alhamdulillah, dass sie überlebt hat. Möge Allah sie heilen. Allah ist vor Jahren mit ihrer palästinensischen Familie aus Libyen nach Deutschland geflüchtet. Das Mädchen ist höchstens 15. Da wird es mit einem 17 Jahren älteren Syrer verheiratet nach dem Scharia-Recht. Also der ist 17 Jahre älter. Sie ist 15. Naja, Heiratsalter unterscheidet sich von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort. Wenn sie mit ihm zufrieden gewesen ist und heiraten wollte, ist moralisch nichts dagegen einzuwenden. Wie alt ist nochmal die Frau von Franz Beckenbauer? Welche Frau? Die neue. Wie alt ist die? Wie alt ist die neue von Gerhard Schröder? Wie viele Jahre jünger ist die? 30 Jahre jünger? Diese Koreaner. Sag nicht Chinesen, Koreaner. Ja, genau. Die asiatische Frau. Wie viele Jahre jünger ist die? 40? 40 Jahre jünger? Ja, das ist ja was anderes. Aber okay, ist ja egal. Aber man möchte das hier jetzt alles, worum es geht, ist, was wir verstehen müssen. Man versucht jetzt hier, das Ganze aufzubauen. Islam gleich Ehrenmord, Islam, Scharia-Gericht im Kinderzimmer. Okay? Darum geht es jetzt. Man versucht das jetzt alles so auf die Art aufzuweisen. Der Islam ist böse, die wurde verheiratet, die wurde nachher versucht zu töten. So, dann. Er hat den gleichen Vornamen wie das Mädchen, ist auch ein Flüchtling. Mit 16 bringt Allah ihr erstes Kind zur Welt.
Ja. In Deutschland gibt es sogar jährlich Kinder, die bringen mit 10 Jahren ihr erstes Kind zur Welt. Allah, das heißt, ist nicht Allah. Allah ist eine andere Aussprache. Du als Deutscher verstehst das nicht. Inshallah. Allah. Na? So. Nicht Allah. Oder Allah. Allah ist, heißt das auf Arabisch. Ja? Ja. So. Allah. Mit Shadda über dem Lam. Und natürlich ein Deutscher könnte das, der mit dem Islam nichts zu tun hat, könnte verstehen, die heißt Allah. Also wie die Bezeichnung von Gott. Aber Jazakallah auch her, dass du mich doch aufmerksam gemacht hast. Ich stehe zu meinen Fehlern. Ihr seht, ich stehe dazu. Er hat den gleichen Vornamen wie das Mädchen, ist auch ein Flüchtling. Mit 16 bringt sie ihr erstes Kind zur Welt. Mit 16 bringt sie am 7. April 2017 einen Sohn zur Welt. Elian. Möge Allah ihn zu einem guten Muslim machen. Ende 2007 wird das Mädchen wieder schwanger. Aber sie will den Mann, der für sie ausgesucht wurde, nicht mehr. Beweise dafür werden wir gleich sehen. Sie hat sich verliebt in Jamal, einen Flüchtling aus dem benachbarten Biberach. Sie wohnt mit einem kleinen Elian noch bei den Eltern in ihrem Kinderzimmer. Am Dienstagabend ist die Familie versammelt, ihr Ehemann, die Brüder, die Eltern. Was ja interessant ist, ist, sie hat sich jetzt in einen anderen Flüchtling verliebt, laut Aussagen der Bild. Ja? Könnt ihr euch noch daran erinnern, vor kurzem, wo sich die Deutsche in den Flüchtling verliebt hat aus Syrien, was da für ein Theater draus gemacht wurde. Hier, sie hat sich jetzt in einem anderen Flüchtlingsjungen erlebt. Das ist doch alles Freiheit. Kein Problem. Auch wenn sie verheiratet ist. Aber wo sich die Deutsche in den Flüchtlingsjungen verliebt hat, ja, was könnte daraus passieren? Das könnte ja gefährlich sein. Und diese Leute, wir wissen ja, was sie alles gemacht haben. Und Terrorismus. Und der sagt auch, sie soll kein Schweinefleisch essen. Auf jeden Fall weiter im Text. So, an diesem Abend... Am Dienstagabend ist die Familie versammelt, ihr Ehemann, die Brüder, die Eltern. An diesem Abend soll sie sterben. Nach Angaben der Polizei hat ihr Bruder Abdurrahman W. ihr ein Messer in die Brust gerammt, außerdem beide Mundwinkel aufgeschlitzt. Ob der syrische Ehemann geholfen oder den Ehrenmord gar verlangt hat, ist unbekannt. Gibt es ja überhaupt gar keine Beweise. Die sind sich hier was zusammen am Puzzeln. Warum, weshalb, wieso die gestorben ist? Absolut. Das ist einfach nur ein Hirngespinst erstmal nur. Versteht ihr? Es gibt einen Ehemann, es gibt einen Bruder, der Bruder, und die hat einen Freund, also muss das ja jetzt ein Ehrenmord sein. So, auf jeden Fall weiter im Text. Und übrigens, Ehrenmorde haben mit dem Islam nichts zu tun. Ob der syrische Ehemann geholfen oder den Ehrenmord gar verlangt hat, ist unbekannt. Beide flüchten nach der Tat. Achso, ich dachte jetzt schon die Frau und der Ehemann. Beide flüchten nach der Tat, werden am nächsten Tag am Bahnhof in Schweinfurt geschnappt. Schweinerei. Beide sitzen jetzt wegen Mordversuchs in U-Haft. Ihr Bruder ist geständig. Aha. Bildreporter besuchten gestern die Eltern von dem Mädchen, sahen ihr Kinderzimmer, Blutfleck an den Wänden auf dem Teppich. Die Mutter erzählt der andere Mann aus Biberach, in den sie sich verliebt hat, wo vor ein paar Wochen verliebt hat, sei unverschämt gewesen. Er behauptete immer wieder, also jetzt wird zitiert, davor, das ist das, was die Bild-Zeitung schreibt. Er war immer wieder unverschämt gewesen, er hat behauptet immer wieder, meine Tochter sei seine Frau und er hat ein Nacktfoto von ihr ins Internet gestellt, der, in den sie sich verliebt hat, angeblich. Sie habe am Dienstagabend gekocht, als es passiert sei, ein Familienkrach, der eskaliert sei. Sie habe den Syrer freiwillig geheiratet, sagt die Mutter. Ist das die Wahrheit? Also die Mutter sagt, er hat den Syrer freiwillig geheiratet. Ist das die Wahrheit? Das ist wieder so ein Unterschied. Ist das die Wahrheit? Das kann natürlich gar nicht die Wahrheit sein. Wenn Muslime etwas sagen, das kann ja gar nicht die Wahrheit sein. Ein Handyvideo zeigt sie nach dem Mordversuch. Bild liegt ein Handyvideo vor, das unmittelbar nach dem Messerangriff im Kinderzimmer entstanden ist. Es dauert 15 Sekunden, ist an den geliebten Jamal und seine Familie geschickt worden. Zu sehen ist die lebensgefährlich Verletzte auf ihrem Bett. Sie fleht, bitte wegen deinem Sohn. Bitte denk an deinen Sohn. Bitte tu es für deinen Sohn. Eine Stimme aus dem Hintergrund sagt, sag ihm, du bist auch noch dran. Ach so, warum hat er es nicht selber gesagt? Wenn das sowieso im Hintergrund ist. Achso, ja, vielleicht wollten sie ihm Angst einjagen. Okay.
Ist das die Stimme des Ehemanns? Dann erscheint ein Bruder. Von dem Mädchen im Bild sagt, du bist auch noch dran, du Hurensohn. Siehst du, wo ich stehe? Ich genieße den Anblick, wie sie stirbt und rauche dabei eine Zigarette. Das heißt, der strenge Muslim raucht eine Zigarette. Sie fleht, bitte ruft einen Krankenwagen. Dann bricht das Video ab. Wer letztlich die Polizei gerufen hat, ist unklar. Die Ermittler wollen sich dazu nicht äußern. Wer ist der Messerstecher? Abdurrahman ist nach Überzeugung der Strafverfolger ein gefährlicher Islamist. Also der Typ mit der Zigarette, das ist der ist gefährliche Islamist. Er ist Stunden vor dem Mordversuch aus der U-Haft in Stuttgart-Stammheim entlassen worden. Aha. Der 20-Jährige muss sich derzeit vor Gericht wegen eines Vorwurfs der Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Eine gewisse Verurteilung ist aber, ungewiss. Boah. Ende 2016 ist Abdurrahman mit einem Syrer, einzeln aus Biber, in einen Zug auf dem Weg nach Dänemark aufgegriffen worden. Im Rucksack des Syrers unter anderem 17.000 Zündhölzer, Feuerwerk, 17 Batterien, Material zum Bombenbau. Die Ermittlungen ergeben, dass ein massiver Terroranschlag in Kopenhagen geplagt war. Der Syrer wird dafür zu 6,5 Jahren Haft verurteilt, aber er belastet Abdurrahman nicht als Komplizen. Hammerhart, ne? Also der fährt mit ihm, also der Syrer, und du weißt ja gar nicht, was du glauben sollst. Der Syrer fährt nach Kopenhagen, hat diesen Palästinenser dabei, hat im Rucksack, was weiß ich, was für ein Kram, aber den belastet er nicht und dessen wird er freigelassen, oder wie? Wahnsinn. Naja, wie gesagt, man weiß ja alles nicht. Das Flüchtlingsmädchen ist inzwischen außer Lebensgefahr. Sie hat Glück gehabt, weil die Klinge ihr Herz knapp verfehlt hat. Ihr ungeborenes Baby ist wohl auf. Stefan Mayer, CSU. Innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Ehrenmorde sind verabscheuenswürdig. Da haben Sie recht, Herr Mayer. Weil der oder die Täter ihre Tat mit vermeintlich ethischen, moralischen oder religiösen Gründen rechtfertigen. Das ist Schwachsinn. Kein Ehrenmörder rechtfertigt seine Tat mit religiösen Gründen. Die wissen selber, dass es nichts mit religiösen Gründen zu tun hat, weil es keinen Beweis dafür gibt, dass Ehrenmord erlaubt ist. Es gibt keinen Beweis dafür. Da gibt es dann irgendwelche Vollidioten, die kommen dann mit der Geschichte von Khadr und Musa, ja, als der Junge getötet wurde, weil überhaupt nichts mit Ehrenmord zu tun hat. Völliger Blödsinn. So, dann. Deshalb müssen in Deutschland Ehrenmorde hart bestraft werden. Ach ehrlich, das haben wir noch nicht gewusst, dass die hart bestraft werden. So jetzt, aber jetzt kommt eigentlich der eigentliche Hammer. Die Scharia fordert die Todesstrafe für Ehebruch. Ja, so. Das stimmt. Wie die Bibel übrigens. Ne? Wie die Bibel. Die Scharia ist ein Regelbuch für den Islam. Die Scharia ist gar kein Buch, ihr Opfer. Vielleicht meinen die Al-Sharia von Al-Ajuri das Buch, aber da geht es um die Akida. Junge, ist ein Regelbuch für den Islam. Wahnsinn. Danach ist der Vollzug der Ehe. Bitte besorg mir das Buch, liebe Bildzeitung. Ich will das Buch auch mal lesen. Das Buch Scharia, das Regelwerk für den Islam. Danach ist der Vollzug der Ehe bei Mädchen ab 9 Jahren oder ab dem Einsetzen der Pubertät erlaubt. Nicht nur Mädchen. Ab Einsetzen der Pubertät. Richtig. Aber in einigen muslimischen Ländern verpönt. Ehebruch, Sina ist ein Verbrechen, wie im Judentum und im Christentum. Und es kann im schlimmsten Fall mit dem Tode bestraft werden, wie in der Bibel. Und unsittliches Verhalten gelten als Schmutzung der Familienehre. Schwachsinn, unsittlich. Allah sagt im Koran, Ohrenspitzen, die Scharia ist Koran und Sunna. Allah sagt im Koran, La taziru waziratun wizra ukhra. Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Das heißt, wenn aus deiner Familie irgendjemand eine Schandtat begeht, ist das keine Verletzung der Ehre der Familie. Ist Quatsch mit Soße. Der Sohn von Nuh, dem Propheten a.s., war Käfir gewesen. War das jetzt eine Beschmutzung der Ehre der Familie? Muss jetzt Nuh seinen Sohn töten, weil er Käfir gewesen ist, um die Ehre der Familie wiederherzustellen? Kufa ist eine größere Sünde als Sinner. Unglaube ist eine größere Sünde als Unzucht.
So. Eine Tötung soll laut Scharia die Ehrbarkeit einer Familie wiederherstellen. Ach so. Das heißt, durch, wenn die dann die Tochter töten, ist die Ehre der Familie wiederhergestellt. Laut Scharia. Laut diesem Regelbuch. Ich hab's, bitte zeig mir dieses Regelbuch. Laut diesem, also laut dem Regelbuch namens Scharia wird die Ehre der Familie wiederhergestellt, wenn dann die Tochter, die sich unsittlich verhalten hat, getötet wird. Und wisst ihr, warum ich so sauer bin darüber? Wir haben darüber tausendmal geredet. Guck mal, wie unverschämt diese ekelhaften Lügner sind. Wisst ihr noch, wie wir bei den Kundgebungen alle aufgerufen haben? Aber das Gute ist, dass mittlerweile schon sehr, sehr viele Nicht-Muslime auch mitbekommen haben. Das ist etwas, was hoch unislamisch ist. Hoch unislamisch. Ehrenmord, wer einen Ehrenmord begeht, ist ein Verbrecher. Ist eine Schande für den Islam. Unzucht zu begehen ist keine so große Schande, wie einen Ehrenmord zu begehen. Wie einen Menschen zu töten. Das ist eine ganz klare Sache. Unzucht, Sinna, unehelicher Geschlechtsverkehr, egal ob während der Heirat, nach der Heirat, vor der Heirat, ist eine Sünde im Islam, im Christentum, im Judentum. Aber es ist in all den drei Religionen keine so große Sünde, wie einen unschuldigen Menschen zu töten. Das ist eine, wenn, dann wäre das eine Beschmutzung der Ehre. Und jeder, der so etwas macht, der beschmutzt den Islam und zieht den Islam durch den Dreck. Hier. Auch Männer sind als Liebhaber einer verheirateten Frau gefährdet. Ach, jetzt wird nochmal differenziert. Ja. Das ist nicht die einzige brutale Scharia-Strafe. Für Diebstahl sollen dem Täter die Hände abgehackt werden. Stimmt. Für Alkoholismus soll man ausgepeitscht werden. Eventuell. Und vergewaltigte Mädchen und Frauen sollen gesteinigt werden. Schwachsinn. Totaler Quatsch. Vergewaltigte Mädchen und Frauen sollen gesteinigt werden. Das ist eine pure Lüge. Ach, Subhanallah, Allah erlaubt es, wenn man gezwungen ist, Kufr zu begehen. Illa man kafara billahi min ba'di imani, illa man ukhriya wa qalbu mutma'innun bil iman. Wer Unglaube gebet, nachdem er gläubig war, außer wer gezwungen war und sein Herz findet Ruhe im Glaube, warum soll eine Frau, die vergewaltigt wurde, gesteinigt, bestraft werden? Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Dieser Artikel hier von diesen Lügnern hier zu Kastell Rüdenhausen, Baumann und Keber, die müssen sich dafür entschuldigen. Wir stehen zum Islam. Wenn der Islam sagt, Hand für Habgard, wir stehen dazu. Wir stehen dazu, wenn der Islam sagt, verheiratete Ehebrecher werden gesteinigt. Das ist, was der Islam sagt. Das ist, was die Scharia sagt. Aber das ist eine pure Lüge. Vergewaltigte Mädchen werden gesteinigt. Achso, da haben wir jetzt eine Neunjährige, die kann sich nicht, da kommt dann so eine Horde von wild geworden und vergewaltigt die. Dann wird die danach dafür bestraft, wenn sie vergewaltigt wurde. Das ist ja der pure Schwachsinn, ist das. Das ist ja der pure Blödsinn. Deswegen, liebe Geschwister, verbreitet diese Sachen und schreibt die Bild mal an. Und steht gegen sowas auf, teilt diesen Beitrag. Hier wird unsere Religion durch den Dreck gezogen. Wir stehen zu jedem Vers, zu jedem Buchstaben im Koran und in der Sunna. Aber wenn etwas über unsere Religion gelogen wird, dann sind wir dagegen. Und dann müssen wir aufstehen. Und dann nützt es nichts, wenn wir blöd in Deutschland rumsitzen und uns mit Problemen beschäftigen, die wir nichts dran ändern können. Ja, und was mit Putin? Und Tony Blair? Ach nee, der ist ja nicht mehr. Hier. Deswegen, liebe Geschwister, aufklären. Hier geht es darum, aufzuklären. Die Religion wird durch den Dreck gezogen. Unsere Pflicht ist es, die Menschen aufzuklären, wie hier, damit, was ist das Ziel hiervon? Was ist das Ziel hiervon? Das Ziel von so einem Artikel ist, gegen die Muslime zu hetzen, eine schlechte Meinung über die Muslime zu verbreiten. Und deswegen müssen wir sofort einschreiten und zeigen, mit Beweisen, was falsch an diesem Artikel ist. Und deswegen machen wir sowas, um den Islam zu verteidigen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle beschützen und den Islam richtig verstehen lassen.
Und falls er den Islam annehmen soll, will heute, der soll sich bitte bei uns melden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.